Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobanka, weiter geht's mit Disco Elysium. Liebe Freunde, wir sind jetzt an einem anderen Ort als beim letzten Mal. Ich schneide gleich zurück, ich habe eine falsche Aufnahme gemacht. Ich habe in HD aufgenommen, nicht in 2K und habe aber ein 2K-Spiel gehabt. Ich schneide das jetzt trotzdem dahin, weil das Einzige, was ich da mache, ist die Küste zu untersuchen. Und die Texte waren jetzt nicht so viele, dass man die... Ich hoffe, dass das nicht so viele waren. Es war nur ein kurzes Gespräch. Das kann man, glaube ich, auch in HD sich anschauen. Verzeihung, es ist quasi ein oberer Bildausschnitt. Er nimmt dann das hier auf, sozusagen den Bereich. Na? Also, jetzt ist der Mauszeiger erst da. Diesen Bereich hier hat er nur aufgenommen. Aber man sieht trotzdem das Bild. Und wie gesagt, Text gab es nicht so viel. Es geht dann in ungefähr 9 Minuten hier weiter. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, weiter geht's mit Disco Elysium. Wir stehen hier noch vor diesem Schild und überlegen, ob Ruby vielleicht in diesem Haus sein könnte. Und der Wind, das Gefühl des Windes hat uns neue Hoffnung gegeben, dass wir es doch vielleicht irgendwann rausfinden. Ich glaube, er hat uns gesagt, bleib ruhig und suche gut. Ah, irgendwas ist da oben aber. Schau mal, da ist irgendein... Da muss ich jetzt nochmal zurück. Da renne ich auch nochmal. Da ist irgendeine Tür scheinbar. Aber da kommen wir jetzt nicht hin. Nee, das Hauptmenü will ich nicht. Aber ich gehe nochmal ums Haus drumrum. Auch wenn der Wind uns... Ah, ich komme ja nicht ums Haus drumrum. Na gut. Dann lassen wir das erstmal noch eine Runde. Also hier ist, glaube ich, auch nichts mehr. Ich gehe jetzt trotzdem noch einmal gucken. Es wird jetzt noch eine kleine Spazierrunde geben, einfach weil uns der Wind so angefixt hat hier. Ist doch noch mal zu probieren. Kann ich eigentlich noch irgendjemanden anrufen, der uns was sagen könnte? Wir können einfach irgendeine Nummer wieder anrufen. Wir können ja auch noch ein paar Sachen kaufen, ne? Wir könnten das Buch von Hjelmdahl noch kaufen, das kaufe ich mir noch. Aber morgen natürlich, jetzt hat der Laden zu. Kommen wir, ich wollte gerade sagen, kommen wir telefonieren eine Runde. Aber das Schicksal hat es gewollt, dass ich daneben geklickt habe, insofern lassen wir das. Ja, wir haben eigentlich, sind wir wirklich komplett an der Küste entlang gegangen. Hier ist tatsächlich noch Geld drin. Aber man sieht daran, dass hier noch Geld drin ist, dass wir offensichtlich immer wieder irgendwas finden können, was wir eben doch noch nicht richtig untersucht haben. Vielleicht ist irgendwann, irgendwo... Das haben wir alles schon durchgeguckt. Ein Kebab ist manchmal nur ein Kebab, ist mir in Erinnerung geblieben von dieser Untersuchung des Mülleimers. Aber irgendwann muss Ruby ja aus ihrem Loch rauskommen. Vielleicht lässt sie dann an einem Ort, den wir schon mal gesehen haben, ein Kaugummipapier liegen oder sonst die was. Irgendwo muss es einen Hinweis auf sie geben. Oder aber... Es ist einfach Zeit, ins Bett zu gehen. Das könnte man auch sagen. In der Kirche wird sie nicht sein. Da ist viel zu viel los. Irgendwo hier wird sie sich verstecken. Hier vielleicht. Aber auch hier haben wir schon mehrfach geguckt und wir kommen einfach nicht rein. Wir haben nur eine Chance von 3%, es zu schaffen. Tja. Es ist einfach nichts. Kim, was machen wir denn jetzt? Du scheinst mir zu folgen. Sorry. Nach 3 Tagen. Nach 4 Tagen. Ach nichts. Es war nur eine Beobachtung. Ja, du hast eine sehr eigene Art zu gehen. Wenn ich vor dir gehen würde,
würden wir mit Sicherheit kollidieren. Was soll denn das heißen, eine eigene Art zu gehen? Jetzt laufen wir schon seit 4 Tagen zusammen, jetzt erzählst du mir sowas. Ja, ich hoffe, du verstehst es nicht falsch. Das ist nur eine kollegiale Beobachtung. Ja, in der 57. nennen wir das den Jamrock Shuffle. Officer aus dem Jamrock 41. Aus der 41. Station bewegen sich einfach ein bisschen erratically, also unberechenbar, glaube ich. Wie meinst du das denn jetzt schon wieder? Sie sagen, das ist eine Technik, um eine Scene Clearing. Also irgendwie, als ob, also wenn man die Beweismittel beseitigen möchte oder was, oder säubern möchte oder die Szene komplett. Was ist denn das für ein Geräusch eigentlich? Habt ihr das gehört? Na ja, gut. Die von einem Lieutenant irgendwann zur Beschaffung von Beweismitteln hergestellt wurde oder erfunden wurde. Sie ist erratic, ist glaube ich nicht zufällig oder sowas, aber auf jeden Fall ist sie auch gründlich. Und sie priorisiert Container. Ja, aber in Containern sind auch Sachen drin. Leuchtende Sachen. Die sind interessant. das ist ja voll rassistisch. Wie, warum Container denn? Ich weiß nicht, Container haben bestimmt Sachen, nehme ich mal an. Ja, aber ich vermute jetzt nur, wir sollten weitermachen. Ja, es ist nicht seine Art, eigentlich hier merkwürdige Stereotypen der unterschiedlichen Departments hier von sich zu geben. Er bereut es schon, dass er es überhaupt gesagt hat. Okay, dann gehen wir und machen weiter. Ich möchte dieses Geräusch nochmal hören. Aber da ist kein Geräusch mehr. Muss doch irgendwo was sein. Wo ist Ruby? Kim, ich glaube, wir müssen uns schlafen legen, Kim. Ich glaube, dieser Tag bringt uns nicht mehr weiter. Sei denn, wir könnten auf einmal auf andere Eisschollen hüpfen. Ist aber nicht so. Na gut, dann gehen wir mal zurück und legen uns ins Bett. Wenn wir nichts mehr anstellen können. Falsche Richtung wieder. Die blaue Tonne können wir nicht sehen. Also können wir schon sehen, aber können wir nichts mitmachen. In die Kirche möchte ich jetzt auch nicht nochmal. Mir ist gerade nicht mehr nach Party zumute. Mit der Fischersfrau würde ich ja gerne nochmal ein Date machen, aber ich glaube, das wird nix. Hier gibt es hier noch... Kommt man hier nach oben? Nee. Na gut. Ein 4. Tag geht zu Ende. Wir schauen noch einmal... Also wir schauen überall lang, wo es irgendwie geht nochmal. Eine kleine Runde machen wir noch. Da, wo vorher das Zelt der Jungs stand. Da ist Joyce Boot. Wäre sie ja auch ein bisschen wahnsinnig, wenn sie sich da direkt hin begibt. Ruby. Was sollte sie bei diesem Regen auch draußen machen? Die wird sich irgendwo drinnen verschanzt haben. Nicht zu sehen. Nee, da laufen wir wieder außen rum. Okay, jetzt geht's wirklich ins Bett. Ich kann mich da manchmal nicht zurückhalten, noch einmal nachschauen zu wollen. War das der Baum, an dem noch Zeug hängen soll? Nein. Okay, ich kann es nicht lassen hier. Da geht's durch. Überall so kleine Dinge, wo man dann glaubt, da könnte was sein. Aber ich glaube, es war es jetzt wirklich. Okay, dann gehen wir ins Bett. Mit Taschenlampe. Es ist spät, es regnet.
Zeit, diesen Tag zu beenden. Gute Nacht, Kim. Gute Nacht, Officer. Wir sehen uns morgen früh. Gleicher Ort. So, und jetzt zurück nach dem Schnitt. Ich hoffe, ihr habt es überlebt. Verzeihung, wirklich, für diesen etwas blöden Fauxpas meinerseits. Aber ich wollte es jetzt auch nicht nochmal spielen. Nee, und nochmal möchten wir uns auch nicht rasieren. Also ich hoffe, ihr versteht das. Ich wollte jetzt nicht nochmal, weil es war so eine Suche, wo eigentlich ich ja nur gequatscht habe jetzt. Man hätte sie auch komplett wegschneiden können, aber ich möchte ja immer dieses, das Spielerlebnis, weil ist jetzt schon so, dass ich finde, dass, also auch so eine Suche finde ich total spannend, immer was zu finden und so. Also, naja, oder eben auch nichts zu finden in dem Fall. Aber trotzdem wollte ich das jetzt nicht einfach wegschneiden, aber auch nicht normal spielen, dann hätte ich nicht mehr gewusst, was ich dazu erzählen soll. So, wir gehen ins Bett. Es ist so sanft, unser Bett unter uns, nein, so weich. Immer wieder waschen Wellen den Sand unter dieser Hütte weg oder immer wieder kommen Wellen unter die Hütte und dann laufen sie wieder weg und werden weit entfernt. Im sanften, leisen Summen des Heizkörpers schlafen wir ein. Like a deftly cast fishing net, sleep pulls you out of the world and into its dark shore. The rough mesh chafes. Then, tightening around you, it digs into your brain. Ja, das limbische System ist wieder bei uns. Also wie ein Fischernetz zieht dich der Schlaf aus der Welt hinaus und an seine dunkle Küste. Also auf jeden Fall bohrt es sich in unser Gehirn. The Rough Mesh Chafes, weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Das ist doch super, dann bin ich endlich mal richtig gechillt. Dark Shore, my ass. Ich weiß ja, was das ist hier. Lass mich einfach schlafen. Nee, komm, ich gehe rein in meine dunkle, an meine dunkle Küste, bitte. How have things been going for you out there? Helped anyone lately? Saved anyone lately? Murdered anyone lately? Oh, Verzeihung, Reptilienmann, dass ich dich unterbrochen habe. Wie sind die Dinge da draußen für dich gelaufen? Hast du schon jemandem geholfen in letzter Zeit? Irgendwann jemanden gerettet in letzter Zeit? Irgendjemanden umgebracht in letzter Zeit? Because you know you are a murderer. A disco music listening psycho killer who offs poor people and then forgets about it. Weil du weißt ja, dass du ein Killer bist. Ein disco music liebender Psychokiller, der arme Menschen umbringt und dann und es dann vergisst. Kümmert mich nicht. Das macht mir keine Angst. Okay, also bin ich ein Killer und das ist schlimm. Halt die Klappe, ich will schlafen. Es kümmert mich nicht mehr. Es macht mir keine Angst mehr. Hear that? You are naive to think he's afraid of his bloodied hands. Soul brother. Oh no, I see inside his amygdala and his hippocampus, the thing he's really scared of. Hörst du das? Du warst naiv zu glauben, dass er Angst hat vor seinen blutigen Händen, Seelenbruder. Oh nein, ich sehe seinen Amygdala und seinen Hippocampus, vielleicht Hippocampus, ich weiß nicht genau.
Ich sehe das, wovor er wirklich Angst hat. Jetzt reden die schon miteinander, die beiden. It's much, much worse than that. Und das, wovor er wirklich Angst hat, ist viel, viel schlimmer als das. Warum machst du das? Ich will doch nur schlafen. Nein, nein, was ist das, wovor ich am meisten Angst habe? Don't tell him, sister. It's too bad. Erzähl's ihm nicht, Schwester. Es ist zu schlimm. Sie haben recht, sagt unsere Willenskraft. Das ist ihre Funktion, um dich davor zu beschützen. Okay, warum machst du das? Ich will nur schlafen. Ich kann schon fast im Dunkeln sehen. We're trying to help you. All these processes, these tortures, voices and tremors are all just distractions, flares and countermeasures to keep you from the last dream, the worst of them all. Der letzte Traum. Also, na gut, wir versuchen dir zu helfen, all diese Prozesse, diese Folterungen, diese Stimmen, diese Tremors, naja gut, okay, ihr habt es glaube ich schon, sind nur Ablenkungen. Es sind Flares, also diese Flugabwehr-Dinger. Also auf jeden Fall sind es alles Gegenmaßnahmen, um dich davor zu bewahren, vor dem letzten Traum, dem schlimmsten von allen. Der letzte Traum, soll das heißen, es ist unsere letzte Nacht? Nein, oder? The last dream will be total annihilation. Cinders peeling off the fuselage. We won't be there to help you anymore, Harry. We will be dormant. You will be naked and alone. Der letzte Traum wird die totale Vernichtung sein. Cinders, weiß ich wieder nicht, irgendwas pellt sich ab. Wir werden da nicht mehr sein, um dir zu helfen, Harry. Wir werden schlafen. Du wirst nackt und alleine sein. Und die Luft wird nach Aprikosen duften. Ihr Gesicht formt sich im Sommer. Ich will nicht mehr. Ich will nichts mehr von diesen Dingen wissen. Ich möchte darüber nicht mehr nachdenken. Nein, nein, wir wissen, glaube ich, was passiert. Die Luft wird nach Aprikosen duften. Wir werden sie wiedersehen. Of hell, an ancient sadness, brother. 10,000 years later, in front of the video rental. There is a warm breath on your face again. Everything is okay again. Es wird nach Aprikosen der Hölle duften. Und nach der vergangenen Traurigkeit, Bruder, 10,000 Jahre später, vor dem Videoverleihgeschäft, da gibt es wieder einen warmen Atem auf deinem Gesicht. Alles wird wieder okay sein. Everything is so okay. Alles wird so okay sein. Das klingt überhaupt nicht, als ob das okay sein würde. Your eyelids flutter open for a moment. When you close them again, you sense the light of the room around you. You're back. In 2 seconds, the alarm will ring. Deine Augenlider haben kurz geflattert für einen Moment. Wenn du sie wieder zumachst, wirst du das Licht des Raumes um dich herum erkennen. Da bist du wieder zurück. In 2 Sekunden wird dein Alarm klingeln. Dein Wecker. Der letzte Gedanke in deinem Kopf, bevor du wieder aufwachst, ist: Vielleicht hättest du nicht dieses Glasfenster sehen sollen, also das in der Kirche. Also, ja, sie beschützen uns vor unserem letzten Traum. Wir haben unsere Moral wieder bekommen. Wir sitzen in der Luft, offensichtlich falsch rum. Und wir haben in der Nacht noch die Litanie von Contact Mike uns angeeignet als Idee. Alle Physik-White-Checks sind unlocked. Okay, verstehe. Ich glaube, da geht es eher um die ganzen Kämpfe, die er so gemacht hat.
Er wusste, was es braucht, um zu gewinnen. Er wollte es einfach mehr als der Gegner. Okay, Contact Mike. Der coole Contact Mike. Ich glaube, wir machen... Ich meine, das ist jetzt wieder ein Bonus. Ich glaube, wir machen das Ding voll hier. Ist mir gerade fast lieber, als das hier alles zu erhöhen. Ich meine, wir könnten uns sicherlich noch ein bisschen was geben. Wir haben ja viele noch gar nicht erhöht, aber wir sind auch irgendwie ziemlich gut. Also in der Psyche sind wir ziemlich gut. Psyche, Intellekt läuft eigentlich ganz gut. Und ich weiß ja nicht, was das noch alles mit sich bringen würde. Aber komm, wir machen jetzt noch einen Skillpunkt und überlegen uns nochmal. Das Wasteland of Reality, haben wir das nicht schon? Achso, nee, das ist... komm, ich muss mal einmal das Wompty Dompty Dome Center erforschen. Das können wir sonst auch. Oder, Moment, jetzt müssen wir erstmal wieder was Längeres machen. Das Art Degree weiß ich nicht. Wollen wir mal den Kopf der Apokalypse machen? Vielleicht brauchen wir den jetzt am Ende noch. Ich meine, das ist wirklich was für, eigentlich für später, ne? 2-2 Logik. Komm, ich internalisiere mal das Wompty Dompty Dome Center. Und dann schauen wir weiter. Und erstmal schauen wir weiter, wie es hier jetzt weitergeht. Wir gucken nochmal in den Spiegel. Die sind alle white jetzt hier. Wir können versuchen, unsere... Ah, guck mal. Interessant. Moment, Enzyklopädie ist schwierig. Aber wir können noch mal versuchen, unseren sogenannten Ausdruck zu stoppen. Und das ist jetzt ein bisschen einfacher geworden. Zum einen, weil wir uns rasiert haben, weil es hier keinen Dampf mehr gibt, weil wir hier nicht in dem Ding sind, also in der... im Whirling and Rex. Und wir haben zu Tommy ja dieses Gedicht vorgetragen. Und seitdem geht es einfacher. Vielleicht haben wir sogar noch eine Klamotte. Ich weiß, dass unsere Hosen immer Electrochemistry bringen. Vielleicht haben wir noch was, was uns Electrochemistry noch ein bisschen plus macht. Dann versuchen wir mal endlich nach Tagen endlich dieses komische Grinsen mal aus dem Gesicht zu kriegen. Das könnte ja gut sein. Das ist plus 1, das hat die andere Hose auch. Ich glaube, mehr kriegen wir da nicht. Oder? Oder? Shivas? Nein, nein, nein. Doch, Handschuhe. Electrochemistry plus 3. Das sollte jetzt reichen, um das zu schaffen, würde ich sagen. Mit dem Kimono an. 83%. Los geht's. Jawohl. Es ist, als ob plötzlich irgendwas in dir Klick macht. Ein Nervenende, ein Gedanke, eine Traurigkeit. Dein Gesicht im Spiegel ist auf einmal sauber von dieser Leere, die sie verzerrt hat, die es verzerrt hat, für weiß der Gott wie lange schon. Einfach so ist es plötzlich vorbei. Oh, guck mal. Sah der vorher auch schon so aus? Nein, er hat gegrinst, oder? Oder nicht? Ich glaube, ja. Auf einmal ist es vorbei. Dieser Running Joke, dieser Running Gag, der dein Leben wurde. Ein trauriger alter Mann schaut dich an. Wow. Enzyklopädie. Das ist auch ein White Check, oder? Ja. Wir können nochmal nach dem Ursprung dieser Expression, dieses Ausdrucks gucken. Ich glaube, das würde ich auch nochmal probieren, weil ich weiß, über den ganzen Tag hinweg komme ich hier nicht nochmal hin. Da ist immer so viel zu tun. Aber Enzyklopädie ist gerade ein bisschen schwierig, obwohl die Brillen bringen uns das auf jeden Fall. Ich glaube, so ein paar Punkte kriegen wir noch. Es könnte, ist auf jeden Fall, ich glaube, na, maximal 60%, was wir da zusammen kriegen. Der Hut nochmal. Der nimmt uns die Autorität, aber... Was haben wir jetzt? Plus 3 Enzyklopädie. Komm, probieren wir das auch nochmal. Und wir haben noch sowieso einen Gedanken.
Er benutzt einen thermodynamischen Expander-Kondenser. Ich weiß nicht, was er meint. Irgendwas, was wir angezogen haben, haben wir scheinbar noch nie angezogen. 72%. Na los. Versuchen wir herauszufinden, woher dieser furchtbare Ausdruck kommt. Er gehört in das Neue. Die dritte Dekade des derzeitigen Jahrhunderts. Genug Zeit ist vergangen, seitdem die Revolution verloren gegangen ist. Für einen Moment, für ein Fleeting, weiß ich gerade wieder nicht. Freie Marktökonomie scheint das Ultimo zu sein. Die bisher nicht uncontested, also nicht in Frage gestellte, der nicht in Frage gestellte Lebensstil unserer Spezies. Was willst du mir sagen? Okay, sag ich mal. Die Dinge waren gut. Es war ein sanftes Dahinsegeln, dein Leben offensichtlich. Die Leute haben gold- und champagnerfarbene Interieurs gebaut und Fassaden, die die Zeit überdauern sollten. Sie haben das den neuen Stil genannt. Aber noch wichtiger, Disco ist passiert. Vergiss diese gestellten Orchestrierungen. Für Ribberschol, für deine Stadt, hieß das nur eine Sache. Guillaume Le Million. Wenn es sich nicht reimt, dann sprichst du es nicht richtig aus. Guillaume Le Mignon. aus dem Dazzling ist ein bisschen schwierig wieder. Aus diesem Wirbelwind der Disco-Musik in die offene Luft, in die offene Welt. Bois de Nuit, irgendwo in Ribberschol West, ist Guillaumes blonde Mähne auf dem Bildschirm erschienen. Er hat ein bisschen Scheiße gesungen, einige Scheiße gesungen. Und danach hat er diesen Ausdruck gemacht. Also habe ich es einfach übernommen. Echt? Von Guillaume Le Million? Ich glaube, ich muss da noch einen Clicking-Sound dazu machen. Also ein... Wie lange her ist schon das Neue? Ist auch eine schöne Frage. Also warum habe ich das denn übernommen? Alle haben es geliebt. Vielleicht hast du gedacht, das bisschen Sternenstaub würde auf dich abfärben. Vielleicht hast du das gedacht. Wie auch immer, es ist alles vorbei jetzt. Nur die Grimasse bleibt. Und wie lange ist es schon her, dieses Neue? Da ist ein großer Zeitozean zwischen jetzt und diesem Ausdruck. Und zwischen jetzt und damals, als dieser Ausdruck noch gut auf dir aussah. Oder auf irgendjemanden. Zwei Dekaden. Mindestens. Die Humanität ist seitdem auf Grund gelaufen. Es ist jetzt eine ganz andere Welt. Dieser Ausdruck ist ein Relikt. Noch irgendwas? Wer bin ich? Warum wurde ich ein Polizist? Warum habe ich mich zu Tode getrunken? Oder nicht zu Tode, aber ins Nichts getrunken? Du hast ein bisschen was verstanden über die nahe Geschichte des Disco. Und die Fragen, die du auf dem Weg aufgesammelt hast. Episodische Erinnerungen. Es bleibt trotzdem alles im Dunkeln. Vielleicht kommt es nie zu dir zurück. Diese ganzen Erinnerungen, wer du bist und so weiter. Du solltest dich darauf vorbereiten, es einfach nicht zu wissen. Okay, das lassen wir erstmal. Ah, wir haben einen neuen Gedanken. Guillaume Le Million können wir jetzt uns auch nochmal als Gedanken inhalieren. Den Gedanken inhalieren. Muss ja nicht sein, du kannst... Ja, du kannst ja immer wieder zurückkehren zu Guillaume und seinem merkwürdigen Champagnerkorken lächeln.
wann immer du willst, vielleicht wird dir ein bisschen Sternenstaub zurückkehren. Verstehe. Na gut. Alles klar, liebe Leute. Das war ein Traum. Und der nächste Morgen, den Kimono ziehe ich wieder aus. Und dann geht's raus zu Kim und in den Tag Nummer 5. Ich bin gespannt. Es ist 7:30 Uhr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.